Oh, hallo und herzlich willkommen direkt aus der Hölle mit Bianca und Sebi. Und mir dem Aus der Hölle ist Wahnsinn! Hallo! Hallo! Können wir hier irgendwas anderes noch looten eigentlich? Diese Stühle sehen ja geil aus. Sehen Sie das? Oh, ich glaube, ich hab. Ah, stimmt, der Höllenstein wird zu Lava direkt, ne? Da müsst ihr auch aufpassen. Okay. Wie, der wird zur Lava direkt? Ah, wenn du den abbaust, wird er. Ah, okay. Ah, da unten ist, glaube ich, diese Höllenschmiede oder sowas. Können wir uns, die Rüstung tatsächlich nicht auch nur an der Höllenschmiede machen? Ich weiß es gerade nicht. Kann sein. Was ist das denn für eine blöde Fleischwand, ey? Wieso? Man sich teleportiert, während die Darts killt das einen einfach. Ja, das habe ich auch schon gelesen. Man darf den Spiegel dann nicht verwenden. Oh. Also nichts für Nubi Nups Nups. Richtig. Ja, super. Nubi Nubi Nups Nups Nups. Oh, da ist noch so ein Voodoo-Typ, Voodoo-Dämon. Ah, shit. Was denn? Ach, nix, nix, ich war nur mal wieder blöd. Oh, eine Hölle, kann man die abbauen, die Höllenschmiede, oder muss man... Ja, müsste man eigentlich abbauen können. Dann bauen wir. Jupp, weg, also... Ich nehme einfach mal alles mit, was nicht irgendwie festgewachsen ist. Naja, bau einfach alles ab. Ihr kennt mich ja. Messi, Messi, ja, ja. Messi. Wie viel Höllenstein brauchen wir denn für das, was wir... Hatte ich das nicht ausgerechnet? 150 oder so? Ach du heilige Scheiße. Achtung, da kommt ein Wurm. Oh, die sind schon dicker. Was ist das denn für ein Würmchen? Ja, wo bist du? Man merkt uns gar nicht an, dass wir in der Hölle noch nie waren, oder? Ein bisschen. Absolut nicht. Das sind totale Pros. Wenn ich jetzt hier die Tür aufmache, kommt die Lava dann wahrscheinlich rein, was? Keine Ahnung. Doch, mach doch, probier mal. Ich glaube, ich verzichte. Ich habe schon ganze... Wo sind sie denn? Bin ich jetzt? Aschenblock. Ah, da, 53 Höllensteine habe ich. Die müssen wir wahrscheinlich auch wieder umwandeln, ne? Ja, klar, in die Barren. Wahrscheinlich 5 zu 1 oder sowas. Oder? Oder günstiger? Keine Ahnung. Okay. Was will denn der da von mir? Ah ja. Ach. Dankeschön nochmal für die Info. Nachdem ich es eben ja tollerweise verpeilt habe. Also, wir brauchen 180. Barren. Ja. Das macht ja Spaß. Ey, du Imp, pass mal auf, ich komme dich jetzt holen. So.
Wieso hat's der auf mich abgesehen? Geht sich nicht einfach so ungestraft mit einem Fido an. Blöder Wurm. Aus dem kommt auch gar nichts. Da schwebt nur noch der Kopf von dem Wurm rum. Oder von der Knochenschlange. Oh, ich glaube, da drüben ist so eine Schattenkiste. Wo denn? Da in dem Turm nebenan. Dafür haben wir die Schlüssel, ne? Ja, ich weiß nicht, ob es wirklich eine Schattenkiste ist, aber es ist zumindest mal eine Kiste in der Hölle. Eine Kiste in der Hölle, die macht... Keine Ahnung, warum mache ich sowas? Ich sollte ruhig sein. Schönen Gang, den du da baust. Gefällt mir. Ja, ich bin immer ein bisschen schisserig. Schisserig? Schisserig, richtig. Richtig schisserig. Meine Kiste. Oh, so, wo seid ihr denn? Ich komme euch mal suchen hier. Ich fühle mich so alleine. Ja. Wir sind in dem Gebäude ganz rechts. Ich habe eine dunkle Lanze from 32 Nahkampfschaden gefunden. Dynamit, 73 Höllenfeuerpfeile, einen Jägertrank und 25 Fackeln. Naja. Kommen denn diese Dämonen hier schon wieder überall rein? Aber eigentlich sind wir ja hier, um Höllenstein zu farmen, ne? Ach ja. Hier ist eine Höllenliege, ein Höllenbett, keine Ahnung. Wie auch immer man es nennen will. Ich baue es mal ab. Du hast ja die Kiste aufgemacht. Ob sie ja ein Bett ist. Ja, ich habe sie aufgemacht. Und war was Cooles drin? Ich habe nicht zugehört, wie immer. Ja. Oh, Achtung, da kommt irgendwas geschossen. Ja, da ist ein Imp hinten gespawnt. Baut ihr denn überhaupt auch noch immer schön das Höllenstein-Zeugs-Gedöns ab? Ja, bis ich mich zu euch begeben habe, habe ich nur das gemacht. Deswegen habe ich ja so lange gebraucht. Ach so. Jetzt nicht behaupten, dass ich das unbedingt sehr effektiv mache, aber ich mache es. Ich Idiot. Dumm. Ach, wieso kann ich das denn jetzt... Oh, was ist das doof. Da kommt wieder ein Knochenwurm. Ich höre den gar nicht. Hörst du den? Ja, klar. Den HWM, der hat doch sein Spiel immer auf voller Lautstärke. Also ich höre hier nichts mehr außer Lava-Geplubber. Blubber. Jetzt darf ich nichts Falsches abbauen. Shit, da wird jetzt Lava draußen. So, ich hab, aha. 60 Hellstone habe ich jetzt. Das heißt, ich habe jetzt sozusagen meinen Anteil. Jetzt fängt er so. Jeder von euch auch noch 60 hat, dann sind wir fertig erstmal. Hellstone? Ja. Ich habe 3. Ja, dann wissen wir ja, wer hier sehr effektiv arbeitet. Vermaledeiter Wurm, ey. Oh je. Das ist doof. Das ist richtig doof. Ich sollte mal einen Heiltrag nehmen. Ich baue mich nochmal rüber zum nächsten Haus, falls ihr mitkommen wollt. Ich komme gleich. Den Höllenstein. Ich habe 101 Höllenstein. Du ein Glück, Janka, dass der für dich mit abbaut, ey. Ja, hey, und das, obwohl sie mir Geld geklaut hat. Ich baue mich mal zum nächsten Haus, statt ich baue hier den Höllenstein ab. Da sieht man mal, wer ein richtiger Teamplayer ist. Und wer nur
egoistische Gedanken und Ziele verfolgt. Wer nur egoistisch das Ziel verfolgt, den anderen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ja, durchaus. In der Tat. Das ist dieser Alpecin-Typ, oder? Dieser in der Tat. In der Tat. Wartet nur, bis ihr eure Rüstung bauen wollt und keine Höllenschmiede habt. Ich hab eine Höllenschmiede. Ach, verdammt. Gibt's da noch eine Drew? Im Moment sehe ich noch keine. Schade. Weil hier in den Truhen gibt's ja auch irgendwie coolen Stuff, ne? Oh cool, ich bin am unteren Ende der Karte angelangt. Ja, also jetzt auch wirklich ganz und gar. Ersten Mal, dass ich es erlebe, dass ich Steine unter mir abbaue und die Karte nicht weiter nach unten rutscht. Was sagt denn? Oh. Ach ja, ach ja. So, was machen wir mit dem Höllenstein jetzt genau nochmal? Ein Großschwert bauen. Und dann? Und dann das Knight's Edge. Ja, das ist das Letzte, was uns noch fehlt für das Knight's Edge. Knight's Edge. Knight's. Wenn wir das haben, dann haben wir mal eine gute Grundlage. Und dann können wir noch mit einer entsprechenden Rüstung aufstocken. Wie viel brauchen wir für die Rüstung? Wie viel Höllen? Bla bla bla. Was hast du denn gefunden? Ich habe nichts gefunden. Ich habe überlegt, also wir brauchen für die Rüstung dann auch noch mal ein bisschen was. Aber auch Kurokiten empfiehlt uns auf dem Stream vor der Wall of Flesh mal alles aus Hellstone zu bauen, was es so gibt. Alles? Okay. Auch einen Hammer, wenn es einen Hammer gibt. Nee, alles an Waffe und Rüstung, was man so gebrauchen kann. Okay. Rat, ihr werdet es brauchen. Und der kennt unsere Spielweise. Ja, wir brauchen das ehrlich. Ich bin noch mal eins weitergegangen, ne? Wir brauchen zwei Höllenschmieden aus Prinzip für entweder eine Adamantit- oder Titaniumschmiede. Ja, ich habe eine ganze Menge Höllenschmieden. Deswegen hast du auch eben gesagt, wenn wir eine Höllenschmiede brauchen, dann gucken wir doof aus der Wäsche. Du hast einfach alle abgebaut, die es gibt und keine übrig gelassen. Ich habe zwei. Ich glaube einfach, Sebi hat keine mitgenommen. Hm. Du auch. Ihr habt ja alle abgebaut, die es gab. Zumindest. Also das heißt, schön weiter Höllenstein abbauen, ne? Für Rüstung. Wenn das noch nicht so scheiße wäre zum Abbauen. Ja, ich finde, wir sollten, wenn es auf das Ende dieser Folge zugeht, dann sollten wir uns einmal zurückteleportieren und sollten uns dann wirklich so als krönender Abschluss für diese Folge das Schwert bauen. Das wäre mein Vorschlag. Dann müssen wir den ganzen Weg wieder runter. Ja. Und? Wird nicht das letzte Mal gewesen sein, dass du den ganzen Weg wieder runtergelaufen bist. Also von mir aus können wir das gerne machen. Aber wenn hier unten dann halt sonst nichts mehr zu tun ist, ist das ja kein Problem. Na ja, gut, wir müssen da, ich hab schon recht, wir müssen halt wieder runter, um dann halt nochmal neu zu farmen für die Rüstungen. Ja gut, das stimmt halt, ja. Aber wenn es halt trotzdem ganz schön Abschluss. Ja, oder wir machen halt einfach noch eine Folge.
hier unten. Farmen noch ein bisschen und gehen dann hoch. Können wir auch machen. Ich bin bei 154 Heulensteinen mittlerweile. 139. Also die 180 haben wir jetzt auf jeden Fall zusammen. Ich habe 39. Ach nee, warte, das ist Obsidian. Wo ist denn mein Höllenstein? 30 habe ich. Ach ja. Okay. Was bringt es mir jetzt hier unten zu sein? Außer Arsch voll Lava. Pass mal auf. Nee, echt jetzt. Werf mal schnell einen Blick auf die Höllenrüstung. Wir brauchen für eine komplette Rüstung 45 Barren. Sonst noch was? Das heißt, nur auch die da Barren. Wieder mal 3 sind wir bei 120, 135 Barren. Mal denk 30. Dran, du kannst 7 Sekunden in der Lava stehen. Oder? Ja, ja, klar. Aber trotzdem, wenn du einen langen Gang hast und die Lava dir hinterherläuft, solltest du gucken, dass du schnell rauskommst. 400 Höllenstein brauchen wir ungefähr für die 3 Rüstungen. Ach, lächerlich. Locker. Gut, dann sollten wir wirklich noch eine Sammelfolge machen, glaube ich. Ach Mann, wieso baue ich das immer wieder ab? Ich weiß es doch. Ja, und die Folge wäre dann jetzt auch schon wieder am Ende, ne? Dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.